Wegen diesem alten, hässlichen Sack hast du mich verlassen. Wie bitte? Erlauben Sie mal. Halt's Maul, ja. Mir nimmt keiner eine Frau weg. Verdammt, Herbert, niemand hat mich dir weggenommen. Ich hab dich verlassen. Und ich hab's nicht akzeptiert. Ja? Aber nachdem ich dein hübsches Gesicht ein bisschen länger um mich herum haben möchte, wird er eben dran glauben. Er wird es bereuen, dich angefasst zu haben. Die Kommissare sind einem Drogenboss auf der Spur. Hier, in diesem Viertel haben die Kollegen den Drogenboss verloren. Hey, wenn man nicht alles selber macht. Ach, auf jeden Fall ist die Gegend dafür prädestiniert, eine Übergabe zu machen. Früher oder später kriegen wir den. Ja, hoffentlich. Ach, Kollege, hey. Fit für den Nachtdienst. Klar. Gibt's denn was Neues von unserem Großdealer? Ja, allerdings. Er ist gestern Nacht mit einem seiner Handlanger in den Westen der Stadt gefahren und dort haben die Kollegen ihn aus den Augen verloren. 2 Stunden später ist er dann wieder in seiner Kneipe aufgetaucht. Gut, dann löse ich die Kollegen um 16 Uhr ab und bleib an ihm dran. Ja, vielleicht soll ich besser mitkommen. Das Essen beim Bruder vom Staatsanwalt können wir absagen. Michael, ich bin schon groß, ich kann das allein. Groß, ja, aber ja, ich weiß sowieso nicht, warum der uns überhaupt eingeladen hat. Ja, ich glaube, der will uns seine neue Freundin vorstellen. Der Staatsanwalt? Nein, sein Bruder. Herr Kikitaz hat irgendwie sowas erzählt. Ja, also dann nachher um 8, pünktlich. Ja, guten Abend. Hallo. Frau Schopin, hallo. Herr Naseband, grüß Sie. Ja, vielen Dank für die Einladung, das war echt nett. Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Also die Ähnlichkeit zwischen Ihnen und Ihrem Bruder Christopher ist immer wieder erstaunlich, Herr Staatsanwalt. Ja, wir hören das immer wieder. Jedenfalls freut es mich wahnsinnig, dass Sie Zeit gehabt haben heute. Mein Bruder hat nämlich schon Angst gehabt, dass Sie nicht kommen können. Naja, passt schon. Ach, das ist für Sie übrigens. Wahnsinn, das wäre doch wirklich nötig gewesen. Herr Naseband, Sie wollten noch Frau Rietz mitbringen. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. Wo ist denn Ihre charmante Kollegin eigentlich? Ich weiß es nicht. Sie müsste eigentlich schon längst hier sein. Das soll wirklich ein ausgezeichneter Tropfen sein. Und deswegen haben wir nämlich schon mal vorsorglich eine ganze Kiste besorgt. Ja. Nee, danke, für mich nicht. Ja, möchten Sie lieber ein Bier haben vielleicht? Am liebsten nur ein Wasser, weil Kollege Grass hat doch diese Observation gerade am Laufen. Und wenn der Unterstützung braucht, dann will ich klar sein. Okay. Ja, die Sache mit der Moonlight Lounge. Der Besitzer soll ja angeblich mit Drogen handeln. Ja, leider konnten wir ihm bisher nichts nachweisen. Das ist ein ganz schön harter Hund. Und meines Erachtens auch nicht ganz ungefährlich. Aber machen Sie mir keine Sorgen. Ich habe den Durchsuchungsbeschluss bereits beantragt. Und den müssen Sie morgen, etwa morgen Laufe des Tages bekommen. Könnt ihr nicht einmal die Arbeit Arbeit sein lassen? Schatz, versprochen, ab jetzt kein Wort mehr über die Arbeit. Okay. Der Braten ist gelungen. Das sieht aber gut aus. Ja, aber wirklich. Fantastisch. Der Naseband darf ich vorstellen, meine Freundin Tamara Groh. Ja, hallo. Hallo. Sehr erfreut. Freut mich ganz meinerseits. Das kann ich mir vorstellen, Herr Naseband. Christopher, du musst aufpassen. Der Naseband ist ein ziemlicher Frauenheld. Ach, Kikitaz, erzählen Sie doch nichts. Alex, wo bleibst du denn? Der Braten steht schon auf dem Tisch. Hör auf, mein Wagen springt nicht an. Das kann doch gar nicht sein, der ist doch ganz neu. Ja, ich weiß, aber ich habe gestern vergessen, das Licht aufzumachen. Ja, ist doch klar, da springt irgendwie kein Auto mehr an. Und lass mich raten, dein Starthilfekabel liegt wahrscheinlich im Büro. Hast du den Pannendienst schon gerufen? Ja, habe ich, aber ich kann dir nicht sagen, wie lange die brauchen. Ich weiß natürlich auch nicht, ob ich es noch zum Essen schaffe. Okay, alles klar, ich gebe es mal weiter. Mach's gut, Kollegin. Ciao. Ja, was soll ich sagen? Wir können schon mal anfangen. Frauen und Autofahrten. Ach, das ist aber schade. Nein. Ich muss sagen, der Schweinebraten war wirklich vorzüglich. Ja, der war echt klasse. Ach, nicht der Rede wert. Beim Braten kann man ja nicht so viel falsch machen. Naja, also, das möchte ich jetzt nicht so unterschreiben. Der letzte Braten, der mir vorgesetzt wurde, naja. Machen Sie sich keine Sorgen.
Der Braten, den ich noch nicht von meiner Kollegin bekommen habe, der war uns sicher schlimmer. Also es ist wirklich schade, dass sie es heute nicht mehr geschafft hat. Ja, das stimmt. Aber mal eine ganz andere Frage. Wo lernt man eigentlich so eine attraktive Frau kennen, die auch noch kochen kann? Habe ich dir nicht gesagt, jetzt fängt er schon an. Also wir haben uns kennengelernt bei einem kleinen Autounfall. Tamara ist mir hinten aufgefahren an einer roten Ampel. Aber dafür war es wirklich Liebe auf den ersten Blick. Oh. Die Schuld am Unfall hatte natürlich er. Wenn der so völlig unmotiviert bremst. Logisch, völlig unmotiviert. Wer bremst auch schon an einer roten Ampel? Ja, macht ja kein Mensch. Oh, entschuldigt, ich habe eigentlich gedacht, ich habe mein Handy ausgemacht. Kein Problem. Also, ja. So was Süßes hätte jetzt aber noch Platz, oder? Darf's noch ein Kaffee sein, Chef? Ja. Möchten Sie gerne? Vielen Dank. Bitte, darf sonst noch irgendwas sein? Nein. Obwohl, bringen Sie mir einen Espresso, bitte. Gerne. Ihr könnt abziehen. Ich weiß jetzt, wer der Typ ist, mit dem sich das Missstück eingelassen hat. Wer war es denn? Ach, keine Ahnung. Hat wieder aufgelegt. Du, ich glaube, einfach falsch verbunden. Ja gut, dann werde ich mich mal um den Nachtisch kümmern. Und ich werde Ihnen dabei helfen. Gerne. Mhm. Ja, was Süßes hier, oder? Ja, mal sehen, was uns jetzt wieder auf den Tisch zaubert. Ja, was gibt's denn Gutes zum Nachtisch? Garnierte Früchte mit Schokoladensauce. Sagen Sie mal, wieso können Sie eigentlich so fantastisch kochen? Haben Sie damit vielleicht beruflich zu tun? Nein, ich arbeite als Unternehmensberaterin, aber Kochen ist meine große Leidenschaft. Ja, das sieht man allerdings. Aber ich muss Ihnen eines sagen. Also ich bin wirklich froh, dass mein Bruder so eine nette Person kennengelernt hat. Er hat ein bisschen Pech gehabt in letzter Zeit mit Frauen. Haben Sie das gehört? Ja, aber ich kann nichts sehen. War wahrscheinlich nur eine Katze. Ja, ich glaube, die Schokoladensoße ist soweit. Sie sieht ja auch fantastisch aus. Möchten Sie ein bisschen probieren? Ja, aber ich darf mich nicht erwischen lassen. Meine Freundin hält mich auf Diät. Hab ich's mir doch gedacht. Das war ja nur ein Löffel. Moment bitte, ich komme ja gleich. Herr Kikitaze? Ja? Kein Mucks, oder Sie sind ein toter Mann. Komm, was soll das? Mit hier, komm. Was wollen Sie von mir? Komm, 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 komm. Was wollen Sie von mir? Komm. Was soll los, das einmal was, rein! Was das soll, möchte ich von Ihnen wissen. Halt Maul! Ja, Herr Kikitaze, Rizzi hier vom K11. Ich versuche die ganze Zeit schon, Sie zu erreichen. In Ihrem Büro sind Sie ja auch nicht. Bitte rufen Sie mich mal zurück, sobald Sie die Nachricht abgehört haben. Es geht um den Durchsuchungsbeschluss. Ja? Danke, ciao. Hey, hat Michael dich abgelöst? Morgen erstmal. Morgen. Ja, vorhin. Ich habe die ganze Nacht die Lounge observiert. Mhm. Hör mal, die Observierung bringt uns doch nicht weiter. Wir haben genügend Indizien gegen den Geschäftsführer in der Hand. Was wir jetzt brauchen, ist ein Durchsuchungsbeschluss, dass wir den Mann festnageln können. Aber der Staatsanwalt ist nicht aufzutreiben. Oh, ich bin total verspannt. Du kannst auch nichts ab, oder? Ach, unser Kollege. Jo! Alex, ich bin's. Hier tut sich was. Soeben treffen die beiden Handlanger des Geschäftsführers ein. Habt ihr endlich den Durchsuchungsbeschluss? Ja, ich krieg den Staatsanwalt nicht an die Strippe. Sag mal, was habt ihr denn gestern getrieben? Nichts getrieben. Also, ich bin kurz nach dem Nachtisch abgehauen.
Staatsanwalt hat allerdings noch ein Fläschchen Cognac aufgemacht. Ja, normalerweise ist das ja nicht Herr Kikitazes Art, einen Termin zu versäumen. Naja, vielleicht hat er einfach zu viel getrunken. Ach, der hat bestimmt verpennt. Also, wenn er zu viel getrunken hat, dann könnte das durchaus möglich sein. Auf jeden Fall wollte er und seine Freundin beim Bruder übernachten. Fahren konnte er ja nicht mehr. Okay, dann fahren Gerrit und ich gleich mal vorbei. Ja, mach mal und gib Gas. Ciao. Ciao.